Der VfB holte 2021 21 von 42 möglichen Punkten und befindet sich aktuell auf dem 9. Platz und verlor nur eins der letzten 7 Bundesliga-Partien. Das ist natürlich ein Spitzenwert. Für einen Aufsteiger noch besser wäre es allerdings, wenn sie international in der Europa League oder in der neuen Conference League spielen würden. Da möchten sie auch unbedingt hin. Dortmund spielt bereits international in der Europa League. Sie möchten allerdings in die Champions League. Das konnten sie sich allerdings nach der 1-2 Niederlage am vergangenen Spieltag gegen den direkten viertplatzierten Eintracht Frankfurt abschminken. Dennoch 10 Punkte in 7 Spielen aufzuholen scheint fast unmöglich. Rein in die Partie. Dortmund hat Anstoß und spielt heute in den gelben Trikots. Stuttgart ist in weiß unterwegs. Los geht's mit der ersten Standardsituation, mit der ersten Ecke für Dortmund. Reyna bringt den Ball von rechts weit links in den Strafraum. Die Chance kann allerdings geklärt werden. Der VfB steht in der eigenen Hälfte sehr kompakt und läuft den Gegner früh an. So auch jetzt, Förster bekommt den Ball, flankt zu Koulibaly. Der Stuttgarter ist rechts im Strafraum, zieht mit links ab, aber Reus kann noch im letzten Moment den Schuss abblocken. Die Stuttgarter spielen sehr kontrolliert, warten auf ihre Chancen. So auch jetzt. Sosa flankt den Ball von links in den Fünfer und dann ist da Kalajdzic per Kopf. Tor, die Führung für die Stuttgarter. 17. Spielminute. Sasa Kalajdzic mit seinem 14. Saisontor. Der Österreicher setzt sich gegen Delaney und Guerrero durch und köpft den Ball in hohem Bogen über Hitz. Für ihn ist es das 9. Tor im 10. Spiel, 7 Kopfballtore in 28 Spielen, zudem Ligaspitze, deren Top-Torschütze vom VfB, erster Torschuss, direkt ein Tor. Der BVB kombiniert jetzt besser zusammen, spielt besser zusammen und hat auch mehr Pässe als der BVB. Jetzt wieder die Chance. Dortmund, der Kapitän Reus wird hoch links vor dem Strafraum angespielt, nimmt den Ball mit der Brust an, zieht ab. Kobel taucht rechtzeitig ab und hält den Schuss auf. Wir befinden uns jetzt mittlerweile in der zweiten Halbzeit, um genau zu sein, in der 47. Spielminute. Wieder kontern die Dortmunder. Dahoud spielt Reyna im Strafraum ran. Der klatscht auf Bellingham und der zieht aus 15 Metern ab und trifft. Ausgleich 1:1. Bellingham, der Engländer, mit seinem ersten Saisontor und einem Blitzstart der Dortmunder vom zweiten Durchgang. Der BVB wirkt wie ausgewechselt. Jetzt kontern sie nämlich nochmal. Reyna über die rechte Seite legt vor auf Morey in den Strafraum, der links rüber auf Haaland. Der lässt den Ball nochmal klatschen auf Reus ins rechte lange Ecktor. Die Dortmunder gehen in Führung. Spiel gedreht. Und das in ja, weniger als 5 Minuten. Der 31-Jährige mit seinem 4. Saisontor. Das lassen die Stuttgarter aber nicht auf sich sitzen. Kontern immer wieder gut. Auch jetzt wieder Fehlpass Morey. Kalajdzic Ballbesitz. Geht über rechts über Koulibaly. Der marschiert bis zur Grundlinie über den Flügel. Und bedient die Davi links im Strafraum. Der zieht ab. Eiskalt. Ausgleich. Daniel die Davi. 2:2, ebenfalls 31 Jahre und ebenfalls sein 4. Saisontor. Spiel wieder offen. 80. Spielminute, Schlussphase in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Haaland bekommt nochmal den Ball, kommt nicht richtig zum Abschluss. Der legt quer auf Knauf und er zieht einfach mal ab. Tor, Führung, 80. Spielminute. 2:3 der Spielstand, 19 Jahre alt, eingewechselt und es ist der erste Torschuss
in der Saison und direkt erzielt er ein Tor. Stuttgart probiert in der Schlussphase immer wieder am Ende reicht's dann nicht. Dortmund gewinnt mit 3:2 in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart und beweisen, dass sie auch ohne Erling Haaland den schnellsten Spieler der Partie gewinnen können. War es der Gedanke vom Hinspiel bei der 5:1 Niederlage von Dortmund, der tatsächlich das Team von Edin Terzic nochmal aufgemuntert hat.